Liebe Menschen, naja, manche etwas weniger. Zum Beispiel die, die intolerant oder korrupt sind. Ja, ich mag Menschen grundsätzlich schon sehr gern. Auch wenn der Mensch echt viel verkehrt macht, wie ich finde. Ich liebe Menschen, naja, manche intensiver. Besonders dann, wenn sie auf meiner Welle schwimmen. Ich umgebe mich gern mit denen, die sich gut und gern verstehen, die nicht verurteilen und bewerten, was wir tun oder wer wir sind. Trotz all der Dinge, die der Mensch sich rausnimmt, die er tut, die er sagt, die er versucht und verkackt, ist er doch liebenswert in meinen Augen. Und dass sein Tun nicht gut sich auch ändern kann, dass er lernt und weiser wird, vielleicht irgendwann. Daran will ich glauben. Ja, er lügt und erhetzt, er missbraucht und verletzt. Es gibt so viel, was er wirklich nicht gut kann. Doch beim Seinlassen, statt ihn an Normen anzupassen, beim Annehmen, statt ihn abzulehnen, fängt das Prinzip der Liebe für mich an. Ich liebe Menschen, wenn es manchmal schwer fällt, weil sie vergessen, was es heißt, menschlich zu sein. Wir können fühlen, wir können denken, doch ich habe meine Bedenken. Zu viele setzen das nicht richtig ein. Ich liebe Menschen, ganz besonders, wenn sie lieb und respektvoll miteinander sind. Und wenn nicht, bin ich geduldig, weil es ganz und gar nicht leicht ist, achtsam zu sein, wie ich finde. Ja, er benutzt und verschmutzt, macht so vieles kaputt, was man nie wieder reparieren kann. Doch beim Seinlassen, statt ihn an Normen anzupassen, beim Annehmen, statt ihn abzulehnen, fängt das Prinzip der Liebe für mich an. Ich liebe Menschen, auch wenn ich einen treffe, der es scheinbar nicht gut mit mir meint. Ich stell mir vor, was er wohl fühlt, wenn er hier den Schurken spielt und dass im Innern vielleicht seine Seele weint. Ich liebe Menschen, frag mich bitte nicht warum. Mich fasziniert, wenn sie besonders eigenartig sind, halt wunderlich und seltsam und ungewöhnlich wirksam, einfach merk- und liebenswürdig, wie ich finde. Trotz all der Dinge, die der Mensch sich rausnimmt, die er tut, die er sagt, die er versucht und verkackt, ist er doch liebenswert in meinen Augen. Und dass sein Tun nicht gut sich auch ändern kann, dass er lernt und weiser wird, vielleicht irgendwann. Daran will ich glauben. Er produziert und ignoriert, er gewinnt und verliert. Es gibt viel, was man ihm vorwerfen kann. Doch beim Seinlassen, statt ihn an Normen anzupassen, beim Annehmen, statt ihn abzulehnen, fängt das Prinzip der Liebe für mich an. Ja, beim Annehmen, statt ihn abzulehnen, fängt das Prinzip der Liebe für mich an.